München ganz aktiv im Spiel. Schalke gegen Borussia Dortmund. Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Volkmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Frank, deine Kurzanalyse zu Borussia Dortmund. Los geht's mit der Vorbereitung auf eine Spielzeit, an deren Ende diese Mannschaft nur eins will, den Meistertitel. Wer in einer Ligasaison 24 Tore schafft, der könnte sich entspannt zurücklehnen. Von diesem Mann ist das allerdings nicht zu erwarten. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Jones. Und das macht er richtig gut. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz hier. Götze. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Hüntela. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Das darf einfach nicht passieren. Eigentor. Da ist jetzt Frust dabei. Klar, deutlich zu spüren. Piszczek. Götze. Ein wunderschönes Zuspiel. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Stark gemacht. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Schöner Pass. Jetzt schießt er und, oh, da ist noch alles drin. Das muss es sein. Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Da freut sich der Trainer. Per Kopfball. Der musste einfach passen. Eieieiei, war das eng. Hüntela. So sieht das der Trainer gern. Ja, normalerweise wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Piszczek. Götze. Ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Er kann einfach alles mit dem Bällchen. Sicher in der Ballbahn. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Da wäre er fast belohnt worden für seine Entschlossenheit. Den darf man einfach keinen Zentimeter Platz lassen. Der fackelt nicht lange. Und das war ein richtig guter Abschluss. Da fehlen wirklich Millimeter. Uchida. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Jetzt greift er ihn an. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Bei manchen Ecken wird's gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Ja, da kommt was auf uns zu. Łażikowski bewegt den Ball.
Das sieht aus wie Training. Perfekt. Piszczek. Götze. Das sieht gut aus. Götze. Lewandowski. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Ja, und die Flanke abgefangen. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Bender. Der Assistent zeigt an, abseits. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Auch unter Druck, absolut ballsicher. Lewandowski. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ein sehr schöner Pass. Toll gemacht. Marco Reus. Schmelzer. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Das ist die Möglichkeit. Das ist jetzt seine Chance. Den haben sie gut eingestielt, den Konter. Aber perdu. Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren. Ja, das könnte was werden. Versucht's per Kopf. Und da ist er förmlich vom Boden geschnellt per Hechtsprung und kann den Ball noch abwehren. Jones. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Piszczek. Und der kommt genau an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Marco Reus. Ja, tolle Chance. Bender. Wunderbar herausgespielt. Achtung, jetzt. Götze. Ja, so kann es weitergehen. Der könnte passen. Gehalten, aber noch heiß. Oh je, in der Haut des Assistenten möchte ich nicht stecken. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Ja, war eine ganz knappe Kiste, auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Zur Halbzeit liegen sie hinten und sie haben es auch noch selber gemacht. Ja, das ist natürlich doppelt bitter. Da gehst du mit einem ganz schlechten Gefühl in die Kabine durch ein Eigentor. Und was für eins. Marco Reus. Und Achtung, genau hingeschaut. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Oh, das wird der Trainer gerne sehen, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Es muss Einwurf geben. Bender. Schmelzer. Götze. Piszczek. Lewandowski. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Marco Reus. Da wird der Trainer zufrieden sein. Klare Sache, Einwurf. Marco Reus. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Was für ein Auge.
Der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig, cool. Manchmal musst du als Kommentator den Torwart verprügeln, aber da werden wir jetzt mal an dieser Stelle drauf verzichten. Also definitiv, denn das ist eine klasse Leistung bisher. Hier ist auch gar nicht viel zu machen. Da sollten sich andere mal an die Nase fassen. Pass raus auf den Flügel. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ein herrlicher Pass. Kopfball, Pfosten und. Schön mit dem Kopf. Łożikowski bewegt den Ball. Lewandowski. Und der Schiedsrichter gibt. Zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Auch hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. Bis hierhin zunächst mal den Punkt. Gut abgefangen hat er da den Ball. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zum Abstoß zurechtlegen, denn der Ball war im Tor aus. Lewandowski. Toller Pass. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Geht er rein? Sie geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. Uchida. Mario Götze. Und das macht er richtig gut. Ja, der Pass. Ja, kein Problem. Marco Reus. Das kann auch ein fairer Gegner nicht gut heißen. Dass dieser Mann hier so schwer verletzt raus muss. Ja, und das sieht von hier oben, vom Reporterplatz aus, richtig übel aus. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Götze. Da hat er abseits gepfiffen. Und der muss drin sein. Achtung! Und weiter heißt es aufgepasst. Bah! Und wieder eine keine Anspielstation. Da schießt er aus dieser Distanz mal aufs Tor. Jones. Uchida. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein Traumpass. Und per Kopf. Ja, und da sind sie schlicht im Weg. Gut gemacht. Lewandowski. Marco Reus. Und der muss jetzt rein. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht.
Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Lewandowski. Schöner Pass. Sofort abgezogen. Und? Ja, damit hat er die Gefahr erstmal abgewendet. Und nun Jefferson Fafan. Marika. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und nun Jefferson Fafan. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Guck mal hin! Und mit dem Eckball gibt es die Chance hier doch noch mal in Führung zu gehen. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Den macht er nun wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Passgeber. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Jones. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und das ist jetzt die mit dem Kopf. Oh! Ein Punkt ist absolut zu wenig. Sie wollen hier gewinnen. Und die Frage, die sich nach genau dieser Aktion stellt, kommt so eine Riesenchance noch mal wieder? Gute Idee. Nuri Şahin am Ball. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Uchida. Jones. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und? Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Das könnte noch mal die Chance sein zur Führung und damit vielleicht auch schon zum Sieg. Kopfball. Tor! Das Spiel war doch schon vorbei. Und jetzt gehen sie hier in Führung. Das war die Führung, Frank. War es auch die Entscheidung? Ein unglaubliches Tor und das könnte es wohl tatsächlich schon gewesen sein. Was für eine Dramatik. Was für ein Hitchcock. Was für ein Thriller. Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Piszczek. Mario Götze. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen. Und der Sieger der heutigen Partie heißt FC Schalke 04.